Es ist der Morgen, an dem der Staat in Berlin die Macht zurückerobern will. Genauer, das seit Jahren besetzte Haus in der Liebigstraße 34 soll geräumt werden. Noch ist unklar, wer sich überhaupt in dem Objekt aufhält. Die Transparente lassen es aber erahnen. Queere Feministinnen gegen das Patriarchat. Wir riefen Polizei aufgebaut, ihre Überwachung, ihre Dauerbelagerung. Soll uns das Gefühl geben, wir sind das Problem. Wir werden uns nicht ergeben. Und wir werden uns das wiederholen, was uns genommen wird. Die Räumung, seit Wochen angekündigt, treibt den links- bis radikalen Widerstand auf die Straße. Noch gibt es nur auf die Ohren. Ja, warum darfst du mich zurückstoppen und ich dich nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Scheiß Kopf, Scheiß Kopf, Scheiß! Erste Rangeleien lassen erahnen, dass beide Seiten auf Krawall gebürstet sind. Links die Polizei, rechts der linke Widerstand. Die Polizei hat die Umgebung abgesperrt. Rund 1500 Beamte sind im Einsatz. Das SEK steht auch bereit. Am besetzten Haus werden Gas und Strom abgeschaltet. Da die Haustür nicht zu öffnen ist, soll's durchs Fenster reingehen. Der Einsatz hier in der Liebig 34 ist hochgefährlich. Nicht unbedingt nur wegen den Besetzern, die da drin sind, sondern auch, weil zu Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten aufgerufen wurde. Sie sehen die Gefährlichkeit daran, dass hier auch Kolleginnen und Kollegen die Dächer sichern, weil man eben verhindern möchte, dass hier was runterfliegt. Dann kommt eine neu angeschaffte Entertreppe zum Einsatz. Die Beamten können zügig eindringen, erste Räume werden gesichert. Der schnelle Erfolg kommt nicht bei allen gut an. Ein paar hundert Unterstützer sind vor Ort. Wochenlang hatten Autonome europaweit für den Räumungstag getrommelt. Die Polizei arbeitet sich in dem Eckhaus, das bundesweit eines der wichtigsten Symbole der linksradikalen Szene ist, langsam durch die Stockwerke. Knapp 60 Personen haben sich hier verschanzt. Der Eigentümer der Immobilie hatte einen Räumungstitel erwirkt, weil der Pachtvertrag für einen hier gemeldeten Verein schon vor 2 Jahren ausgelaufen war. Das Problem besteht tatsächlich darin, dass wir über die Etagen erst hinaus uns vorarbeiten mussten, weil unterschiedliche Räume unterschiedlich gesichert mit unterschiedlichen Hindernissen versehen waren. Im Treppenhaus sind überall Hindernisse, offenbar aus Angst vor einer Räumung. Vorsichtig, wo Sie hintreten, bitte. 20.000 Euro Mietschulden haben die Hausbesetzer noch. Hier bitte aufpassen, gut festhalten. Hier müssen Sie drüber steigen. Mit Beton und Stahl bewehrte Türen sollten den Zugang zum Treppenhaus verhindern. Teilweise Beton unten, Betonfuß gegossen. Und jetzt können Sie, wenn Sie möchten, da reingehen. Schlimmer wohnen. Innenansichten eines anarcha-queer-feministischen Wohnprojektes. Hier wächst zusammen, was wohl zusammengehört. Alternative Lebensentwürfe und eine gewisse Sammelleidenschaft, die vor keiner Baustelle Halt macht. In einem Blogeintrag der Besetzerinnen kurz nach der Räumung heißt es, auch wenn sich jetzt Presse, PolitikerInnen, Bullen und Nazis an unserem Verlust ergötzen, lassen wir die Ohnmacht zu Wut werden. Wir schreien euch Nein in eure gehässigen Fressen. Hier bitte wieder aufpassen. Hier sehen Sie also zahlreiche Metallarbeiten, mit denen hier also auch schon Hindernisse gebaut wurden. Das, was Sie jetzt von unten beschlagen mit Metall sehen, ist eine große Falltür, eine sehr schwere Falltür. Und die war geschlossen. Und die mussten dann von unseren Technikern, musste diese Falltür mit hydraulischen Hebewerkzeugen angehoben werden. Und von der anderen Seite sind Polizeikräfte, die übers Dach reingekommen sind, auch an der Tür am Arbeiten gewesen und haben die also mit Seilzügen gehoben. Bitte Vorsicht, bitte. Und bitte nicht gegen die Stützen kommen. Die zentnerschwere Falltür sollte den Zugang zum Hausflur versperren. Das Zentrum der Besetzerszene liegt in Berlin-Friedrichshain. Die Zentralen der Macht sind nur wenige Kilometer entfernt. Die aktuelle Räumung findet in der Liebigstraße 34 statt. Gleich nebenan leistet noch ein weiteres besetztes Haus Widerstand. Am Dienstag vor der Räumung gibt es noch eine Pressekonferenz. Mit von der Partie eine Raubkatze und eine Krokodilin, die sich mit einem Motorradhelm tarnt, der ihr später noch zum Verhängnis werden soll. Dann wird die Besetzung verteidigt. Menschen,
die nicht der binären Geschlechterordnung entsprechen oder entsprechen wollen, finden hier einen Raum zur Entfaltung, der in der Regel in einer heteronormativ strukturierten Gesellschaft nicht vorhanden ist. Frauen und LGBTIQ-Menschen in prekarisierten Lebenssituationen konnten in der Liebig 34 wohnen. Die Polizei hat noch ein paar Nachfragen und nimmt die Krokodilfrau mit. Begründung für Ihr Handeln. Wer nur Personalien feststellt, weil Sie eine Schutzbewaffnung getragen haben. Nur die Personalien feststellen. Genau, ja, dann hätte ich gerne mal Ihre Personalien. Ja, Ihre Personalien hätte ich dann gerne. Ein Szeneanwalt war Zeuge und weiß mehr. Die Personalien sollen festgestellt werden, weil sie vermummt ist. Ich bin dankbar, dass nicht ich auch meine Personalien zeigen muss, weil ich auch vermummt bin. Und wie finden Sie das? Naja, ich finde, das ist so eine typische Eskalationssituation. Ja, das ist aus meiner Sicht völlig überflüssig. Sie haben ja eben erlebt, wie das hier passiert, und das ist unglücklich. Das ist traurig. Der Motorradhelm des Krokodils wurde als Passivbewaffnung eingestuft. Die Person leistete keinen Widerstand. Sie wurde nur am Arm festgehalten, damit sie nicht sich der Flucht entziehen kann. Und aus dem Grunde möchte ich jetzt behaupten, dass es nicht provozierend oder weil die Polizei das wollte, dass es eskaliert. Also nee, überhaupt nicht, sehe ich überhaupt nicht so. Und die Person ist jetzt auch schon auf freiem Fuß, glaube ich, beziehungsweise wird in Kürze entlassen. Dann wird noch eine Pressemitteilung verteilt. Chance für eine Nachfrage ans Kollektiv. Wie fanden Sie denn jetzt hier die Aktion gerade? Das ist jetzt auch ein komplettes Paket. Darf ich mal kurz fragen, wie fanden Sie jetzt die Aktion hier gerade? Was ist da passiert? Ich kann fragen, aber ich werde Ihnen darauf nicht antworten, wenn mir unkonsensual eine Kamera und Mikrofon in die Fresse gehalten werden. Erstmal freue ich mich, dass die JournalistInnen das jetzt heute mal mitbekommen konnten, was hier halt oft passiert, die Polizeigewalt. Und ich denke, dass einfach die Pressefreiheit dadurch eingeschränkt werden soll. Berlin ist 1990 erst einen Monat wiedervereinigt, als die Hausbesetzerszene West im Osten wie hier in der Mainzer Straße mitmischt. Die Politik verlangt, Neubesetzungen sind um jeden Preis zu verhindern. Auch die Mainzer Straße liegt im Bezirk Friedrichshain, von den heutigen Hotspots in der Liebigstraße nicht allzu weit entfernt. Als exterritoriales Gebiet galt damals das Stück ab Frankfurter Allee Richtung Süden. Es folgen Bilder wie aus einem Kriegsgebiet. Diese Aufnahmen stammen aus einer Polizeiwanne. Straftäter flüchten, Barrikaden auf den Straßen. Steinwürfe von den Dächern. Dann gerät der Polizeiwagen unter Steine Dauerbeschuss. Von den Dächern fliegen sogar Bordsteinkanten. Massive Steinwürfe auf diesem Balkon. Straftäter vermummt. Zurück in der Gegenwart. Zurück zur Räumung der Liebig 34. Der Widerstand hat sich mittlerweile in die Nacht verlagert. Und in Berlins Zentrum. Von einem Park aus, nur 500 Meter weiter wohnt die Kanzlerin, soll der Widerstand quer durch die Stadt getragen werden. Bis zu 1.700 Menschen beteiligen sich an der Demo. Wir sind heute hier auf der Straße, weil wir die Schnauze voll haben. Wir haben sie schon lange voll. Heute wurde uns die Liebig 34 genommen. Doch egal, wie viele Häuser sie robben, unsere Ideen und unseren Widerstand werden sie nicht räumen können. Dann geht's los. Gut bewacht von der Polizei, rechts und links. Mit der Vermittlung von Inhalten hapert es. Ein schwarzer Block marschiert durch die schwarze Nacht. Das hippe Berlin staunt. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Es wird deutlicher sein, wenn wir wissen, was sie eigentlich für Protesten ist. Ich habe keine Ahnung eigentlich. Immerhin, einer aus dem schwarzen Block traut sich dann, die Ziele zu formulieren. Generell ist es halt bescheuert, Leute rauszuschmeißen aus ihren Wohnungen. Und in Berlin sind die Mieten eh viel zu hoch. Was wäre denn deine Lösung? Eine Lösung? Enteignung. Bis dahin dürfte es noch ein weiter Weg sein. Dann steht die Demo auch noch. Es gab von der Polizei die Ansage, dass der Zug so nicht weiterlaufen darf auf der gewollten Strecke. Deswegen soll sich jetzt alles sozusagen nochmal ruhig aufstellen. Und dann kann es weitergehen wie auf der geplanten Strecke.
Wenn das nicht klappt, dann macht die Polizei halt, was sie will. Doch diesmal ist es nicht nur die Polizei, die angeblich macht, was sie will, sondern auch erlebnisorientierte Jungrevolutionäre, die den Kick suchen. Die Polizei! Wobei, wir wollten nur Rosenthaler Platz, ein paar Freunde treffen, jetzt sind wir hier. Ein bisschen Krawall machen. Also, Demonstrationsrecht ist schon sehr wichtig. Aber wenn jetzt so Konfrontationen kommen zwischen Polizei und Bürgern der Gesellschaft oder wie auch immer, Zivilisten, Jugendliche, was auch immer, das gefährdet einfach nur unsere Freiheit, unser Frieden. Alles, was wir eigentlich brauchen, gerade in der Gesellschaft. Gewalt ist keine Lösung, wirklich. Gewalt ist keine Lösung. Unter den Augen des Partyvolks und der Müßiggänger schlängelt sich der schwarze Zug durch die City. Das Staunen ist groß, doch fotografieren ist besser. Wenn Sie Ihre Meinung sagen, ist das ja okay. Aber wenn Sie anfangen, Autos zu zerstören oder Leute zu schubsen, denke ich, ist das nicht okay. Ich spürte so viel Hass. So viel negative Energie. In der Umgebung des Aufzuges kommt es zu den üblichen Scharmützeln. 12 Fahrzeuge wurden in der Nacht in Brand gesetzt, 7 PolizistInnen verletzt. Festnahmen 34. Was ist los? Geht nicht weiter? Was soll ich sagen, bitte? Zu krass, die Lage ist Berlin! Das ist Berlin! Solidarisierung im Prenzlauer Berg. Bei Mieten im Kiez von bis zu 30 Euro kalt pro Quadratmeter macht sich Frust breit. Das hat etwas damit zu tun, dass ich einfach so leben will, wie ich will. Und wenn dann halt einfach die Staatsmacht denkt, dass ich hier einfach 2500 Bullen hinschicken muss, was ist denn da? Also da ist doch irgendwas verkehrt, oder nicht? Oder will ich jetzt einfach nur Häuser räumen, damit ich irgendwie irgendjemanden, der halt das Kapital hat, schützen darf? Was ist denn das für eine Demokratie? Wer gewinnt denn da? Gewinnt da das Volk oder gewinnt da einzelne Personen? Wir haben die Demonstration gerade offiziell aufgelöst. Lass die Leute nach Hause gehen, in Ruhe und gemeinsam. Die Polizei kommt auch noch ein Stück mit. Sicher ist sicher.